Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Beck. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet mit Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir.
Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl. Noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Noch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. So. Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Syndicate heute, mein neuem Let's Play hier auf dem Kanal. Ich habe mich schon sehr lange drauf gefreut, muss ich sagen. Leider ein paar Tage zu spät. Hab's nicht eher geschafft, zeitlich, aber jetzt habe ich es ja doch endlich gepackt. Es läuft sehr gut. Leider nicht ganz auf Ultra, aber auf sehr hoch kriegen wir trotzdem alles durchgezogen. Ja, dann schauen wir mal. Ferris ist anscheinend so ein kleiner Kriegstreiber, so ein kleiner, kleiner Schurke. Und jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen die Gegend an. Ich meine, die Fabrik an sich sieht schon relativ geil aus, finde ich. Hier mit diesen riesen Rädern und sowas. Kohle schaufeln, damit wir, quasi den Dampf oder den Strom erzeugen, um die Turbinen hier zu betreiben. Sieht so, wie gesagt, schon mal ganz geil aus, finde ich. Vom Bewegen, ich habe es vorher kurz angezockt. Geht es ein bisschen, nicht ganz so direkt wie bei den anderen Teilen, finde ich. Kann mich aber auch täuschen. Ist immer ein Unterschied. Das letzte, was ich aktuell gerade gespielt habe, war Assassin's Creed 3, wo ich auch noch nicht durch bin. Aber spielen wir erstmal hier. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Gut, dann die Maschine sabotieren, das schafft man natürlich. Uiuiui. Okay, also Parkour laufen kann er sehr gut. RT halten, um Parkour zu laufen, machen wir ja eh schon. Da hat sich jetzt nichts geändert soweit. Gut, dann drehen wir den Hahn zu. Da fliegt mir eine Idee zu. So, hier laufen wir mal weiter. Schön an der Kette entlang geschwungen. Hier müssen wir dann nach oben. Noch gibt es keinen Ärger, wie es aussieht. Ah, wir stellen jetzt alle Maschinen ab. So, was haben wir noch? Nochmal eine Maschine. Der wird uns wahrscheinlich gleich schimpfen. Nee. So, das müssten die letzten gewesen sein. Jawohl, Maschine steht. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? So, Luftattentat ausführen, dieses Mal mit. Er sagt die Wahrheit. Dafür lasse ich euch am Schornstein baumeln. Ah ja, sei leise. Zack. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Eins von 120 Attentaten. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du. Ich schätze dich auf. Jawohl. Schöne Moves hat er drauf. Sehr, sehr flüssig vor allem, finde ich. Konterangriff. Hallo? Ich habe doch B gedrückt. Hallo? Jetzt hat's. Jawohl.
denen was trinken. Durchbrechen Sie die Verteidigung des Gegners. Ah, das muss man dann anders machen. Okay. Ah, der verliert seinen Hut. Sehr schön. Cool. Zum Blocken muss ich allerdings noch ein bisschen... Muss ich ein bisschen schneller sein. Hört denn der scheiß Verteidigung auf hier. Jawohl. Das war's. So. Den kann man bloß tragen. Ausplündern wieder bei den anderen Teilen. Geht hier jetzt halt nicht. Ja, schön. Rupert Ferris aufspielen und eliminieren. Dann machen wir das natürlich auch. Hier, die Effekte sind schon relativ geil, finde ich. Die Spiegelung im Wasser. So, machen wir mal die Tür auf. Und zu dir, Ferris. So, da werden sie uns wahrscheinlich anschleichen müssen. Nein. RT gedrückt. Was? Ach so, ich muss darüber. Okay. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Kein Problem. Okay. Ja, die Gegend sieht schon relativ geil aus, finde ich. Weil manche Stellen sehen halt wirklich so ein bisschen aus wie in London auch heute noch. So. Ja, genau. Produktion verdoppeln. So. RT, L und B für Parcourslauf nach unten. Und B nach unten. Ah ja, schön. Okay. Und auf dich müssen wir jetzt ein Attentat machen. So. Hat sie das gebraucht? Nein, hat es nicht gebraucht. Okay. Macht aber gar nichts. Was? Entdeckung? Gegner, die sie sehen können, schöpfen Verdacht. Ja, okay, das ist so das ganz normale. Entdeckung gehen. Okay, ja. Da wird sich nichts anderes geändert haben. Natürlich alles beim Gleichen, alles beim Alten. Ah ja. Okay, also... Ach ja, sau cool. Tja, hier wenn wir über die Dächer gehen, wird uns wahrscheinlich nicht viel helfen, oder? So, Adlerauge läuft ganz normal weiter. Markieren Sie Gegner, indem Sie mit dem Adlerauge ansehen. So, okay, dann schauen wir mal in den Heuhaufen runter. Das läuft jetzt nur noch mit B. Was willst du denn? Da werden wir nach oben müssen. Ja, gehen wir nicht auf den Zeiger. Ja, mache ich das? So, gut, wie es aussieht. Also er ist relativ agil, finde ich. Er hüpft rum wie so ein Hase auf dem Feld. So, schön. Dann ab nach innen. So, Tutorial. Schleichen. Wenn Sie mit A schleichen, sind Sie schwerer zu entdecken und Sie können sich schneller bewegen. Dann schleichen wir mal. Oh. Hallo? Ich schleiche. Ah, ich muss nur einmal kurz A antippeln. Habt ihr ihn gesehen? So, okay. Sei leise. Ach, jetzt kann ich plündern. Sehr schön. Ja, 3 Pfund habe ich bekommen.
Looks like he's up to now. Oh yeah. Mal schauen, wo müssen wir. Bleiben wir hier oben, oder? Nein. Geht nach oben. Ach, nach oben geht's weiter. Ich glaube, dass wir für das dann wieder aus dem Schleichmodus raus müssen. Yep. So. Gut, hier haben wir ja keinen. Er hüpft ein bisschen zu viel rum, finde ich. Schön, wie sie auch am Putzen sind. Und wir werden, wie es aussieht, nach außen müssen. Da gehen wir aber dann, ja, unten lang. Geh ein bisschen rüber, rüber, rüber. Ja. Das mit der Steuerung habe ich noch nicht so ganz raus. So, dann schauen wir mal. Da ist keiner eingedrungen. So. Ja, die Moves, die Fights, die sind schon relativ cool, finde ich. Ei, wie er da liegt. So, da haben wir 3 Pfund. Ein Wurfmesser haben wir dazu bekommen. Wie weit ist denn der Gegner noch? Ach, wir sind da. Okay. Nein, doch noch nicht. Nun gut. Schauen wir mal, können wir hier durch? Nein, können wir nicht. Dann nehmen wir die Laterne her. So. Ja, eigentlich kannst du unten rumlaufen. Und nochmal weiter. Ich muss sagen, ich finde die Gebäude so echt cool. Die Details gefallen mir sehr gut. Und wie es aussieht, sind wir da. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Jawohl. Gleich sind wir da. Hier sind wir jetzt aktuell gerade in der Gießerei, wie es aussieht. So, der kann mich so noch nicht sehen. Schau mal, vor dem verstecken wir uns mal ganz kurz. Der wird bestimmt jetzt auch gleich hierher kommen. Siehst du deinen Kollegen nicht? Der wird da kein Schläfchen zu machen. Nein, du bleibst da. Okay, anscheinend ist es ihm ein bisschen zu dunkel. So, 3 von 120 Attentaten haben wir gemacht. Da gibt es anscheinend dann wieder einen Bonus oder irgendwas. So, sehr schön. Ich finde es lustig, dass er sich extra zum. Warte mal kurz. Wie kommt man da rüber? Hier hoch, oder? Dass er sich extra zum Schleichen die Mütze abzieht. So, okay. Also, wir kommen hier über den Topf drüber. Hier ist er hergekommen! Wunderschön.
Also wie gesagt, die Moves gefallen mir sehr, sehr gut. Auch die Location finde ich atemberaubend. Gefällt mir extrem gut. So, hier ist der Durchgang. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch hier unten durchgehen können. Ja. So, ja, Kinder hier. So, Deckungsattentat haben wir auch durchgeführt. Es kommt noch einer. So, jawohl. Der ist auch hinüber. So, setz deine Mütze wieder auf. Wir plündern. Ja, es tut mir leid, Kinder. So, hier haben wir drei Türen. Anscheinend in irgendeinem von denen befindet er sich. Oder was soll mir das sagen? So, okay. Das haben wir verübt. Das ist okay. Doch, hoch. Notieren Sie. Werter Herr, es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich eine Eisenerzquelle erschließen konnte, die uns für die kommenden Jahre einen stetigen Profit garantieren und genug Rohmaterial zum Bau mehrerer neuer Züge liefern wird. Dafür erwarte ich den Ritterschlag. Nein, schreiben Sie das nicht. Ich hoffe, dass Sie diese Neuigkeit zufriedenstellt. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ich verbleibe, bla 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 bla. Rupert Ferris. Schicken Sie das an Mr. Starrick, Miss Stone. Wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Ich hoffe, der Arzt, den ich geschickt habe, hat ihm zu einer schnellen Genesung verholfen. Ja, Sir. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar wir sind. Na, na, Sie müssen mir nicht danken. Sie und alle anderen hier im Büro liegen mir am Herzen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich sonst noch irgendwas tun kann. Ja. So sehen die Arschlöcher auch von heute aus. So. Was soll das? Und jetzt eliminieren wir ihn. Ganzen Sklaventreiber hier. Aber er hält verdammt viel aus. 15er Kombo, 16er Kombo. Wow. Er wehrt sich ja doch. So, ich darf jetzt nicht gleich drauf gehen. So, wir haben es geschafft. Wir sind noch am Leben. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. So, an Bord des Zuges entkommen. Wir... Ah, das Licht flackert. Ausrauben können wir ihn nicht. Aber er meint, er ist zwar ein großes Rad, aber es reicht nicht. Das ist eigentlich schon fast klar. Da stecken immer mehr Leute dahinter. So, das Sperrgebiet haben wir verlassen. Dann gehen wir an Bord vom Zug. Und fahren, weiß ich nicht, in Urlaub. Der Assassine tötet ihn! So, na toll.
Es gibt nichts Schöneres. Als ein paar Leute auf dem Zug zu verkloppen. Ja, das ist die Leine hier. Die Fahrscheine bitte. Ich hab keinen. Ich fahr schwarz. Au. Ey, die sind ziemlich stark hier geworden. Ey, verdammt. Ich glaube, ich gehe gleich drauf. Da komm schon, generiere ein bisschen Energie wieder. Nein! Mist. Jetzt habe ich gewusst, dass die Kämpfe seit seit Unity ein bisschen schwieriger geworden sind. Aber so ist nicht geil. Gleich am Anfang draufgegangen, ist immer relativ peinlich, finde ich. Aber gut. Muss ich erstmal reinkommen wieder in das Ganze. So, dann fahren wir nochmal mit dem Zug. Der kommt wie gerufen. So, jetzt kann ich wieder weg. Ja, Mann, sei leise. Kann ich wohl. Na, schön, wie sie noch genommen sind. Ich habe immer noch keinen. Ich glaube, ich warte hier vorne fast. Au! Der Knarre ist unfair. Er kommt hier nicht in einem Stück raus. So, es ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, ganz ehrlich. Behalten. Aber ich habe es jetzt doch geschafft. Auch wenn ich fast wieder draufgegangen wäre. Ja. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Ich würde sagen, er hat Glück gehabt. Oder auch nicht. Der Zug wird wahrscheinlich gleich nach unten krachen. Ach du Scheiße, hier alles brennt. Alles explodiert. Diese Parcoursläufe da unten sind relativ einfach. Das finde ich ganz okay. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Wird gescheiter sein. So, Sequenz 1 haben wir geschafft. Sand im Getriebe haben wir abgeschlossen. Ja. Gürtel, Novizengürtel haben wir bekommen. 1000 Pfund und 2000 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir mal fort. Und den Erfolg haben wir bekommen. Oh, okay. Jetzt spielen wir sie, wie es aussieht. Relativ coole Rüstung. Mit einem Assassinenzeichen hinten auf dem Mantel.
Der Hof, Quartier der Wache, Roosters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Brewsters Vorräte? Feigling. So, den müssen wir greifen. Ach, pfeifen sollen wir nicht greifen. Oh Mann. Na gut, dann pfeife mal. Wer ist da? Ich bin's. Eine nette junge Dame. Es ist Zeit für die Ablenkung. Zeit für Ablenkung? Kann ich von dir auch noch Geld klauen? Ja, können wir. Schön. 5 Pfund. Zielen auf den Körper, auf den Kopf des Gegners führt zu kritischen irgendwas, da war ich jetzt langsam. So, Wurfmesser haben wir wieder bekommen. Flexwurf. Geht der nicht mehr? Ich würde gerne einen Reflexwurf ausüben. Ah ja. Kein Wurfmesser bekommen, aber macht nichts. Hallo Jungs. Also auf den machen wir ein Attentat. Schafft sie hier weg! Und dich töten wir so. Reifpfund, ja, der liegt auch schon da wie so ein. Kann ich den runterschubsen? Ja, schön. Gut, dann geht's weiter nach vorne zur Lokomotive. Auf den Fässern mag sie nicht laufen. Kein Problem. Keine Sorge. Ich werde euch nichts tun. Nur solange ihr mich auch nicht verratet. Wahnsinn, mit was haut die zu? Mit dem Stecker oder was? Sehr geil. Mit einem alten Gehstock. Wunderschön. Die Frau gefällt mir fast noch mehr wie der Typ. Ja. Okay, nicht schlecht. Was bekommen und wir plündern die Kiste aus. Oder auch nicht. Komm, öffnen. Hallo? Jetzt. 3 Wurfmesser und 128 Pfund. Das ist mager. Aber immer noch mehr als wie vorher bei den ganzen Typen ausrauben. Riecht, als hätte Jacob gekocht. So, hier müssen wir was lösen. Ach, wir koppeln die. Runter mit dir. Wir koppeln die. Ich, schau, jetzt müssen wir aufpassen.
beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Ja, schön. Den Zug haben wir abgekoppelt. Die Typen kommen uns nicht nach. Und mal schauen, was wir jetzt machen. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Ich würde sagen, Fremdeinwirkung. Aber schon mal gut, wenn die sich jetzt alle, hier alle verpissen. Dann kann ich hier zumindest ein bisschen in der Gegend umschleichen. Ohne gleich irgendwie aufzufallen. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht gleich herschaut. Ja, doch, er schaut. Ja. Dickerchen, sei leise. Zack. Gut, hier Kohlehaufen, da geht's jetzt weiter. Ja, da ist auch noch so ein Ivan unten. Hui. Okay. Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorne, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, My Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Ja. Seien Sie ein Assassine. Assassinen sind stärker, wenn sie gefährliche Gebiete aus einer erhöhten Präzision infiltrieren. Ja, okay, das sind eigentlich so diese normalen Sachen, die man kennt, ne? Einmal Adlerauge. Das sind alles Level 1 Typen. Was bin ich eigentlich? Ach, auch noch Level 1. Okay. Gut, Adler sind geht nur bis zu diesem Radius hier vorne.